Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es wieder um einen Cold Case, und zwar aus dem Jahr 1978. Der genaue Tattag kann nicht benannt werden. Fest steht nur, dass die Tat am 29. Juli 1978 oder danach stattgefunden hat. Das Opfer war die damals 23-jährige Luciana Fasolin aus Dittikon bei Zürich in der Schweiz. Getötet wurde sie in Südfrankreich. Dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen Y-Sendung vom 1. Juni 1979. Wolfgang Grönebaum beginnt damit, dass eines der schönsten Urlaubsziele in Südfrankreich die Camargue ist. Besonders interessiert die Urlauber dort die freilebenden Pferde, die Flamingos und die insgesamt urwüchsige Naturlandschaft. Im Sommer gehört die gut ausgebaute Route Nationale 570 zwischen der Stadt Arles und dem Ferienort Les Saintes-Maries-de-la-Mar zu den meistbefahrenen Straßen dieser Gegend. In den frühen Morgenstunden ist davon aber nichts zu spüren. Um diese Zeit haben die Bauern, die vom Reisanbau und der Viehzucht leben, die Straße fast für sich alleine. Am 31. Juli 1978, kurz nach 6 Uhr, nutzt auch der Bauer Marcel Casigol die ruhige Zeit, um auf sein Feld zu fahren. Auf dem halben Weg wird er allerdings durch ein unvorhergesehenes Ereignis aufgehalten. Etwa 7 Kilometer nördlich von La Sainte-Marie-de-la-Mer fällt ihm ein ungewöhnlicher Gegenstand auf, der an der Straßenböschung liegt. Er hält seinen Traktor an und will es sich genauer ansehen. Das, was er entdeckt hat, war ein Bündel, in dem sich eine Leiche befand. Er verständigt daraufhin sofort die Polizei in La Sainte-Marie-de-la-Mer. Diese stellt dann fest, dass die junge Frau erwürgt und vermutlich vorher vergewaltigt wurde. Weiterhin ergeben die Ermittlungen, dass Fundort nicht gleich Tatort ist. Da keine Papiere oder anderen persönlichen Gegenstände gefunden werden, bleibt die Herkunft und der Name der Toten zunächst unbekannt. Genau 2 Wochen später, am Montag, dem 14. August, erscheint auf der Polizeistation in Dittikon bei Zürich das Ehepaar Fasolin. Sie melden ihre 23-jährige Tochter Luciana als vermisst. Diese war auf einem Frankreich-Urlaub, ist aber nicht wieder zurückgekehrt. Der genaue Zeitpunkt der Rückkehr von Luciana war nicht festgelegt, aber am 10. August hätte sie wieder mit ihrer Arbeit beginnen müssen und mittlerweile war ja schon der 14. August. Bei der Firma hat sie sich auch nicht gemeldet, eventuell wegen einer Urlaubsverlängerung oder Krankmeldung. Das letzte Lebenszeichen, welches die Eltern erhalten haben, war eine Ansichtskarte, die am 26. Juli 1978 abgestempelt wurde. Luciana galt als sehr zuverlässig und korrekt. Und dass sie am 10. August nicht ihre Arbeit wieder angetreten hat, gibt dann den Anlass, den vermissten Fall sehr ernst zu nehmen. Dann, weitere 3 Wochen später, am 7. September 1978, die zuständige Abteilung in Zürich, die die Vermisstensache von Luciana Fasolin übernommen hat, ist trotz aller Bemühungen bis zu diesem Tag nicht weitergekommen. Luciana wurde am 7. August 1955 geboren. Sie arbeitete als kaufmännische Angestellte und war wohnhaft in der Bollenhofstraße 1 in Dittikon. Das heißt, sie wurde nur wenige Tage vor ihrem 24. Geburtstag getötet. Aber dann bringt eine Mitteilung von Interpol einen neuen Anhaltspunkt für die Polizei in Zürich. Denn dort erhält man Informationen über den Fund einer unbekannten Leiche. Der Fundort und die Beschreibung lassen vermuten, dass es Luciana Fasolin ist, die in der Kammer gefunden wurde. Zu diesem Zeitpunkt weiß die Kantonspolizei schon eine Reihe von Einzelheiten über den Verlauf der Ferienreise von Luciana. Begonnen hat sie ihre Reise am 19. Juli 1978 auf dem Hauptbahnhof in Zürich. Sie hat bei einem Veranstalter für Jugendreisen eine Kanuwoche gebucht. Das Kanu und die Ausrüstung sollen am Treffpunkt in Südfrankreich gestellt werden. Luciana hatte dann auch vom Reiseveranstalter erfahren,
dass außer ihr noch ein junger Mann mit dem Namen Peter Stoiber von Zürich aus anreisen wird. Sie hat daraufhin mit ihm Verbindung aufgenommen und einen Treffpunkt auf dem Bahnsteig vereinbart. Beide, Luciana und Peter, waren noch nie mit einem Boot unterwegs. Und umso gespannter sind sie auf ihre Ferienabenteuer auf dem Wasser. Die Reise von Luciana und Peter geht dann mit Bahn und Bus über Genf und Lyon das Rhöntal hinunter. Sie endet dann einen Tag später gegen Mittag in einem kleinen südfranzösischen Städtchen mit dem Namen Florac. Am Morgen des 21. Juli 1978 beginnt für die 50 Teilnehmer der Reise eine ereignisreiche Ferienwoche. Sie fahren auf der Tram, einen Nebenfluss des Tanon. Peter teilt sich ein Kanu mit einem anderen Schweizer Teilnehmer und Luciana fährt auf den einzelnen Tagesetappen in verschiedenen Kanus mit. Durch ihr kontaktfreudiges Wesen findet sie schnell Anschluss, besonders bei den deutschen Reiseteilnehmern. Alle Teilnehmer genießen den Urlaub und fühlen sich wohl in der Gruppe. Zu diesen Teilnehmern gehören auch Personen aus Belgien und Norwegen. Am Ende der Ferienwoche haben sich die Teilnehmer kennen und verstehen gelernt. Und am Abend des letzten Tages schmieden einige Teilnehmer gemeinsame Rückreisepläne, um den unvermeidlichen Abschied noch etwas hinauszuzögern. Zu den Mitgliedern der Reisegruppe, die nicht wieder sofort nach Hause fahren müssen, sondern nach ein paar Tage Urlaub in Südfrankreich anhängen können, gehören Luciana und Peter. Zwischen den beiden hat sich in der zurückliegenden Woche zwar kein besonders enges Verhältnis entwickelt, aber trotzdem beschließen sie noch ein paar Tage gemeinsam ans Mittelmeer zu fahren. Die Kanuwoche endet in dem Ort Agusac. Während dieser Woche hat Luciana auch eine Ansichtskarte an ihre Eltern verschickt. Das dürfte dann die Karte gewesen sein, die am 26. August abgestempelt wurde. Luciana und Peter fahren dann zunächst in einem Privatauto eines anderen Reiseteilnehmers bis nach Palave-le-Flore ans Mittelmeer. Hier übernachten sie in einem kleinen Hotel. Am nächsten Morgen kommt es zwischen Luciana und Peter zu einer kleinen Meinungsverschiedenheit. So wird es auf jeden Fall bei Anzeige Y ausgedrückt. Er hat sie zu einer Fußwanderung entlang der Mittelmeerküste überredet. Da ihr Rucksack sehr schwer ist, hat sie an dieser Wanderung nicht viel Freude. Deswegen versucht sie sogar, entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit, per Anhalter zu fahren. An diesem Tag allerdings ohne Erfolg. Dann brechen sie an einer Bushaltestelle schließlich die Wanderung ab. Nach dem kurzen Fußmarsch auf der Küstenstraße fahren die beiden dann mit dem Bus nach Montpellier, um von dort aus mit der Bahn nach Nîmes. Auch dort übernachten sie wieder in einem kleinen Hotel. Der nächste Tag ist dann der 29. Juli, ein Samstag. Luciana und Peter gehen vom Hotel zum Bahnhof und haben abgesprochen, ihre Reise ab jetzt getrennt fortzuführen. Peter möchte ohne lange Umwege nach Hause, aber Luciana möchte noch mehr von Südfrankreich sehen und gerne nach Tarascon. Auf dem Bahnhof erkundigen sich die beiden dann nach ihren jeweiligen Zugverbindungen. Beide haben dann noch ein paar Stunden Zeit, bis ihre Züge abfahren. Sie lassen ihre Rucksäcke in Schließfächern auf dem Bahnhof zurück und gehen noch einmal in die Stadt, bevor sie sich endgültig trennen. Während Peter alleine die römische Arena von Nîmes besichtigt, sucht Luciana das Verkehrsbüro auf, um einige Traveler-Checks einzulösen. Und dort verliert sich dann ihre Spur. Ob sie dann wirklich am Nîmes mit dem Zug weitergefahren ist, lässt sich nicht feststellen. Die Polizei konnte auch keinen Zeugen finden, der Luciana nach diesem Zeitpunkt noch südlich von Nîmes gesehen hat oder auf der Route Nationale 570. Aber auch wenn sie niemand gesehen hat, muss sie diesen Weg genommen haben. Denn inzwischen hat die französische Polizei auch Fingerabdrücke der Toten nach Zürich geschickt. Dies ergibt dann, dass die Tote aus der Camargue Luciana Fasolina ist. In der Nachbesprechung sucht man danach Zeugen, die im angegebenen Bereich Südfrankreich in der Camargue Urlaub gemacht haben. Und folgende Gegenstände fehlen aus dem Besitz von Luciana.
Ein Fotoapparat Konica C35 mit schwarzer Bereitschaftstasche und einem Elektroblitz zu der Kamera. Eine Armbanduhr der Marke Fortis. Ein blauer Tramper-Rucksack. Und unter den zahlreichen fehlenden Kleidungsstücken sind ein T-Shirt mit dem Aufdruck, also ein weißes T-Shirt und dem schwarzen Aufdruck KSU, Auto und Industrie, und eine Trainingsjacke mit dem Aufdruck vorne HBD und am Rücken Handballclub Dietikon. Dann wurden bei der Leiche folgende Gegenstände gefunden, die aber nicht Luciana gehörten. Und die einzelnen Teile seht ihr jetzt auch gleich einmal im Bild, deswegen spreche ich jetzt gleich einmal ganz kurz ein bisschen langsamer. Und zwar einmal ein paar maschinengestrickte Halanke Damenstrümpfe, die ihr hier im Bild seht. Ein Sommerkleid, auch da seht ihr jetzt das Bild. Dann Teile eines Leinentuches. Und als letztes eine gelbe Schaumstoffmatratze, in der die sterblichen Überreste von ihr eingewickelt waren. Die Art des Leinentuches, welches gefunden wurde, wurde gerne von LKW-Fahrern benutzt, um unter anderem ihre Schlafkojen abzuhängen. Und auch solche Matratzen wurden gerne von Fernfahrern benutzt. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass die Gegenstände aus einem LKW stammen müssen. Insbesondere könnten die Matratze und andere Gegenstände auch aus einer Jugendherberge, einem Wohnmobil oder ähnlichem stammen. Zu diesem Fall gibt es nahezu keine weiteren Informationen im Internet. Nur ein paar Foren, in denen der Fall aufgeführt ist. Aber überlegen wir mal, was könnte passiert sein? Sie wurde ja letztmalig mit diesem Peter gesehen. Die beiden haben sie am Bahnhof ein Zugticket gekauft, also getrennte Zugtickets. Er für die Fahrt nach Hause, sie für eine weitere Reise in Südfrankreich. Danach hat man sich getrennt. Er sah sich dann eine Sehenswürdigkeit an und sie möchte Traveler Checks einlösen, geht dafür zum Fremdenverkehrsamt und danach verliert sich ihre Spur. Ich gehe mal davon aus, dass überprüft wurde, ob sie diese Checks eingelöst hat. Man könnte natürlich jetzt die Vermutung anstellen, dass Peter etwas mit der Tat zu tun hat. Man hat eine Meinungsverschiedenheit, übernachtet in einem Hotel und am nächsten Morgen trennt man sich. So zumindest vermutlich die Aussagen von Peter. Aber er wird es vermutlich nicht gewesen sein. Denn wie sollte er die Leiche an den Fundort bringen? Er war vor Ort nicht mobil. Und woher hat er unter anderem die Matratze bekommen, in der Luciana eingewickelt war? Die Frage ist erst einmal, hat sie den Zug nach Tarascon überhaupt bestiegen? Wie viel Zeit hatte sie nach dem Einlösen der Traveler-Checks noch, bevor ihr Zug abfuhr? Es wird in der Darstellung davon gesprochen, dass sich die beiden nach den Zugverbindungen erkundigen, aber nicht darüber, dass sie ein Ticket kaufen. Laut der Darstellung sind es dann noch einige Stunden, bis die Züge der beiden abfahren. Nachdem die beiden sich erkundigt haben, dauert es also noch mehrere Stunden bis zur Abfahrt. Sie trennen sich direkt danach, nachdem sie den Bahnhof verlassen haben. Peter schaut sich diese römische Kampfarena an und sie geht los, um die Traveler-Checks einzulösen. Hat sie danach in der Wartezeit nach dem Einlösen der Traveler-Checks eventuell jemanden am oder in der Nähe des Bahnhofs kennengelernt, der ihr angeboten hat, sie mitzunehmen, dass sie sich das Geld für das Ticket sparen kann? Normalerweise wurde ja gesagt, trampt sie nicht, aber auf diesem Fußmarsch an der, oder auf der Küstenstraße hat sie ja versucht zu trampen.
Also kann dies meiner Meinung nach nicht ganz ausgeschlossen werden. Also dass bei jemand mitfährt, den sie nicht kennt. Dies wäre eine Möglichkeit. Oder ist sie mit dem Zug tatsächlich gefahren und hat in Tarascon jemanden kennengelernt und wollte mit diesem dann noch etwas weiterreisen. Jetzt kommen wir mal zum Auffinden der Leiche. Der Täter hat sie in eine Matratze eingewickelt und dann am Straßenrand abgelegt. Warum? Sollte es so aussehen wie Müll, damit die Müllabfuhr dann die Matratze oder die Leiche mitnimmt? Oder ich weiß jetzt nicht, wie es dort mülltechnisch geregelt war, wenn so etwas am Straßenrand lag. Oder dass irgendjemand einfach diese Matratze entsorgt. Dies erinnert ein bisschen an den Fall von Tina Würth. Wer den Fall nicht kennt, ich habe euch den Link zu dem Fall einmal in der Beschreibung hinterlegt. Auch sie wurde damals in Plastikfolie, glaube ich, eingewickelt und einfach an einem Straßenrand abgelegt. Und da hätte es fast geklappt, dass man einfach diese Leiche von Tina, die in Plastikfolie eingewickelt war, einbuddelt, weil man dachte, das ist einfach nur Müll bzw. ein verendetes Tier, was darin lag. Anders kann ich mir das Vorgehen nicht vorstellen. Eine Leiche, wenn man sie verstecken will, irgendwo, dann wickelt man sie nicht in eine Matratze ein, sondern versucht sie irgendwo zu vergraben oder ähnliches. Schauen wir uns nochmal die Gegenstände an, die bei der Leiche gefunden wurden. Das Sommerkleid und die Strümpfe erwecken bei mir den Anschein, als wenn diese irgendwie Müll waren, also in einem Fahrzeug oder einer Garage oder wie auch immer herumlagen. Meiner Meinung nach sieht es so aus, dass man sich gedacht hat, das soll jetzt absolut nicht respektlos klingen. Wenn ich schon die Leiche wegbringe, dann kann ich gleich auch die Socken, das Kleid und dieses kaputte Leinentuch, welches an einer Seite kaputt war, mit entsorgen. Denn diese beiden Gegenstände, das heißt dieses Sommerkleid und diese Strümpfe, waren eben Frauenkleidung. Also ich vermute mal, dass es irgendwo rumgelegen hat. Was natürlich auch so sein könnte, was ist natürlich jetzt sehr fern hergeholt, dass diese Gegenstände mit einer anderen Straftat zusammenhängen, vielleicht mit einem anderen Tötungsdelikt, und dass er diese Sachen jetzt zusammen entsorgt hat. Das sind so meine Gedanken zu dem Fall. Ich habe auch nichts im Internet gefunden, wie es irgendwie mit den Ermittlungen oder ähnliches weitergeht. Aber machen wir nochmal kurz mit der rechtlichen Seite weiter. Wie wir alle wissen, in der Schweiz verjähren Morde nach 20 Jahren. Da diese Tat aber ja in Frankreich stattgefunden hat, könnte man ja sagen, okay, dort werden sie eben nicht nach 20 Jahren verjähren, und auch wenn ein Täter heute gefasst wird, würde er verurteilt werden. Aber dem ist nicht so. Der Mord hat in Frankreich stattgefunden. Und wenn der Täter doch noch gefunden wird, ist die Tat wegen Mordes bereits verjährt. Dort verjähren Morde nämlich nach 10 Jahren, wenn die Ermittlungen keine neuen Erkenntnisse mehr bringen. Aber wenn ich alles richtig recherchiert habe, verjährt Geiselnahme und Entführung nicht. Man könnte dann natürlich versuchen, falls doch nochmal ein Täter ermittelt werden sollte, müsste man dann versuchen, ihn wegen Geiselnahme oder Entführung anzuklagen. So, meine Lieben, das war es mit diesem Cold Case. Ich denke mal, dem einen oder anderen langjährigen Aktenzeichen Y-Fan ist dieser Fall bekannt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!